Ich, mein Name ist Louis Helmich. Ich bin seit 1979 auf Straße, das heißt als Techniker unterwegs gewesen, seit Anfang der 90er als Lichtdesigner tätig und seit ja, ungefähr 85 mit den ersten unterwegs. Also sprich jetzt 26. Jahr jetzt. Unterwegs bin ich gewesen mit, wie gesagt, die Ärzte, Rammstein eine Zeit lang in Südamerika gemacht, dann halt mit Rainbirds unterwegs gewesen, dann viel Schlager gemacht, zurzeit gerade aktuell mit Andrea Berg auch unterwegs. Oder bin ich jetzt gerade auf einer kleinen Clubtour mit den Donuts übers Wochenende. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Dazu bin ich gekommen über einen ganz merkwürdigen Zufall. Ich habe mal Schreiner gelernt, bin bei einer Verleihfirma damals noch, Schallwand, eine kleine Verleihfirma angefangen und habe Cases gebaut. Und da ist der Lichtmann ausgefallen und dann kam die Anfrage, kannst du sowas, hast du sowas schon mal gemacht? Ich sage, ich habe sowas noch nie gemacht, würde es aber gerne mal ausprobieren. Und habe dann nicht sehr viel Ahnung. Und damals ging es aber um 12, ich glaube 14 Paar Lampen. Also da bin ich damit angefangen. Das war 1979. Ja, und dann habe ich die erste Münsteraner Deutschrockband betreut. Das hat ganz gut funktioniert, die waren alle zufrieden und mir hat es sehr viel Spaß gemacht und habe mir dann überlegt, da auch weiterzumachen und so bin ich dazu gekommen. Ich glaube, der Reiz ist einfach, dass man auf den kleinen Bühnen lernt, um die Erfahrung auf den großen Bühnen umzusetzen. Und mir persönlich ist es immer wieder ganz wichtig, immer wieder ganz kleine Sachen zu machen, Clubtouren zu machen, mit örtlichem Material zu arbeiten, um einfach die Möglichkeiten auszuschöpfen und jede Lampe schätzen zu lernen. Und auch wie heute haben wir viel Zeit, kann viel ausprobieren. Und da lernt man halt immer wieder dazu. Wir kriegen schon technische Specs, wo halt ungefähr drin steht, was auf uns zukommt. Aber das stimmt nicht immer ganz überein mit dem, was in den Specs steht, was da vor Ort dann wirklich auch da ist und da funktioniert. Je nachdem, was für ein Service die im Haus haben und wer sich darum kümmert, ob Personal da ist oder ob das einfach nur irgendwann aufgebaut worden ist und keiner kümmert sich mehr drum. Das gibt es leider auch. Das könnte durchaus passieren. Es ist, ich meine, die Lichtdesigner wird es nach wie vor geben, aber dieser Bereich Video wird fest dazugehören. Irgendwie in kleinen Clubs vielleicht nicht, aber ab einer bestimmten Größenordnung, ich sag mal so mittlere Stadthallen, wird Licht und Video eins sein. Also wie ursprünglich mal getrennt worden ist zwischen konventionellen Licht und Movie Lights, wird es irgendwann Video und Licht, alles was dazu gehört. Ich meine, Video ist ja nichts anderes als eine Lichtquelle, wird das alles eins sein. Und klar, es kann nicht mehr jeder, sag mal, Operator bzw. Techniker alles machen. Die Leute werden sich spezialisieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Video einfach dazugehört. Was ich auch ganz gut finde. Weil das ist schon man hat schon viel mehr Möglichkeiten. Und was mir in letzter Zeit sehr oft auffällt, ist, dass ja Dekoration, Kulissen und so weiter auch ganz wichtig geworden sind. Also immer mehr, gerade im Schlagerbereich habe ich es gerade festgestellt, ist das Bühnendesign halt auch ganz wichtig. Ich arbeite auch mit der MA. Aber die Hock habe ich einfach, es hat sich einfach so ergeben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir die Hock lieber ist als eine MA. Oder es gibt ja auch nach wie vor immer noch die Evolite-Pulte, die auch nach wie vor gut sind. Dann gibt es halt die Chemsys, wo ich mich auch wieder mit auseinandersetzen werde, weil die halt auch sehr große Fortschritte gemacht hat.
Und so gesehen versuche ich da schon möglichst flexibel zu bleiben. Aber es ist schon halt, jedes Pult hat seine Vor- und Nachteile. Und es macht auch immer wieder Spaß, halt auch an verschiedenen Pulten zu arbeiten.